Wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. Wo sind wir letzte Folge stehen geblieben? Also, wir haben jetzt eine Werkbank für Holz und können jetzt dementsprechend alles Holztechnisches markieren und auch reparieren. Und wir können Grabsteine fertigen. Aber wir brauchen noch Lehm. Und jetzt ist die Frage, wo bekommt man Lehm her? Das ist wieder Eisen, ne? Ja, Eisenerz. Ich kann das nicht entfernen. Ich kann das nicht entfernen. Ja, okay, gut. Cool. Wir haben es verstanden, Bro. Du kannst es nicht entfernen. Das ist alles cool. Wir müssen irgendwo Lehm herbekommen, aber ich habe keine Ahnung, wo. Müssen wir Lehm erst freischalten vielleicht? Leichenverbrennung. Oh, das ist cool. Vielleicht müssen wir Lehm erst freischalten. Ja. Wir können auch irgendwann so richtig krasse Marmorgeschichten und sowas machen. Aber wir haben keine Idee, wo man Lehm findet. Aber anscheinend muss man es nicht freischalten, das ist was Gutes. Oh, da ist eine Leiche angekommen. Ich sollte irgendwann mal die Ja, stimmt. Ich kann jetzt eine Grabstätte fertigen. Und dann kann ich da so einen Grabstein drauf machen. So einen steinernen. Zack. Jetzt bestatten wir die Person. Und dann da so ein schicker Grabstein drauf. Und zack. Erreiche 5. Wir müssen 5 Dings erreichen. Jetzt gucken wir uns erstmal die Leiche da unten an. Das ist nicht in dieser Richtung, aber dieser Stein hier sieht interessant aus. Das ist nur Stein gewesen. Okay, schade. Können wir überhaupt schon wieder was freischalten? Werkzeugeffizienz, Energieverbrauch geringer. Ja. Aber wir können die Safe noch nicht herstellen. Wahrscheinlich auch nicht Sinn der Sache jetzt gerade. Hier haben wir doch irgendwo eine Leiche gesehen, oder? Ne, hier geht's wieder hoch. Ah, da bin ich doch gar nicht hoch. Ich will da unten lang. Also da richtig unten lang. Stimmt, wir können jetzt auch die Brücke reparieren. Dann will ich das mal direkt machen. Entschuldigung. Ja, wir können die Brücke legit reparieren. So. Was ist das eigentlich? Ach, da kann man wortwörtlich Leichen hineinwerfen. Okay, wozu? Warum? Dich hier da rein. Dich hier nehme ich an mich. Wir brauchen halt wieder einen Holzstamm, ne?
Ist das hier nicht ein Holzstamm? Ja, super blöd. Ah ne, der gibt nur einen Punkt. Nicht der Einzige, der kurz davor ist oder das Verlangen unterdrücken muss, einen Punkt in Flensburg zu sagen. Ah. Ach, ich hätte den anderen auch noch mitnehmen können. Indem ich unseren Geheimtrick mache. Das ist sehr praktisch. Und es ist interessant, dass es klappt. Aber es ist auch mies, dass es klappt. Das so exzessiv benutzen, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, jetzt haben wir 12 von den Dingern wieder. Und wieder zur... Oh, das ist doch... Eisenmeißel? Wozu ist der? Wozu ist der Eisenmeißel? So, machen wir 10 zu den Platten. Boah, da werde ich mindestens noch ein paar Tärkchen. Wieso werde ich immer weggeschoben? Oh, genau, jetzt reicht's nicht. Ja, komm, leck mich. Ich eben pennen. Wir müssen, glaube ich, auch sowieso noch Dings herstellen. Wie heißt das? Nägel. Also von daher ist er eigentlich ganz gut. Aber gucken wir mal. So, zacke. Ich fühle mich so erfrischt. Ja, Bro, das kannst du nicht auch, denn es ist helllichter Tag und wir haben den Schlafrhythmus wieder drin. Wir müssen einen Amboss Nägel fertigen. Fertigen wir erstmal nur 8. Okay. Nice. Wir machen aber auch richtig viele Punkte. Bis auf diese blauen machen wir richtig viele Punkte. Mich wundert es auch, dass das alles irgendwann so teuer wird. Umpflanzen. Oh, was? Was? Ach stimmt, wir wollten ja noch. Wo ist es? Da. Ja, dafür brauchen wir 20 von diesen. Torf. Ach du Scheiße. Wollen wir jetzt irgendwas entfernen? Nein. Ich will diese Bäume loswerden, diese kahlen, die nerven mich. Das geht mir wortwörtlich auf den Sack. So, jetzt haben wir hier gleich einen Zugang gelegt. Ach lol. Wir können ja auf den Gräbern, wo nichts drauf ist, können wir auch machen. Dann sind wir ratzfatz bei 5. Aber erstmal reparieren wir die Geschichte hier. Das frisst aber richtig viel. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Ja gut, er hat Nägel und Holzplanken. Was soll er sonst machen, ne? Das ist halt... Auch schon wieder die Frage auf der anderen Seite. Oh, kann hier jetzt auch fischen? Och nee, sag nicht, da kann ich auch nicht lang. Mach den Weg frei. Ja, da habe ich eigentlich genug von für. Ich weiß nicht, ob mich das zum Leben führt. Hier ist safe wieder Eisenerz. Hier kann man auch nichts machen oder so. Da hinten ist was. Gehen wir nicht hin. Ich will doch nur leben. Ja gut, die Brücke hätte er jetzt auch besser machen können. Dafür haben wir die Scheiße ja schlicht gemacht. Also ein bisschen bodenlos, dass er da so eine Kacke hinwämst. So, machen wir jetzt erstmal noch ein paar Grabsteine und dann... Der ganze Shit weg. Rein. Ach, du hast gar nichts mehr.
hier noch ein ordentliches Feuerchen. Und jetzt machst du mal hier wieder ein paar. Das ist geil, dass das automatisch geht. Dann machen wir noch zwei hiervon. Ei, die, das. Ja gut, aber das herstellen, das kann ich verstehen, dass das so viel braucht. Ich meine, jeder, der schon mal gesehen hat, wie man so einen Stein zerschlägt, das ist wirklich... Also solche Leute wie Dachdecker oder sowas, da habe ich höchsten Respekt vor. Die müssen ja die ganze Zeit zack, zack, zack und das auf den Dächern, ne? Schmackofatz. Also schon kein Schmackofatz. So. Jetzt werden wir die... Ich glaube, das waren 4 Gräber. Ich hoffe, das waren 4 Gräber, weil dann werde ich direkt 4 Grabsteine platzieren. Es verfällt aber auch mega schnell. Okay. Grabstein. 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 Wieso ist das denn jetzt schon wieder verfallen? Ja. Brauchen wir ein Steinreparaturset? Wo ist denn jetzt der Dude? Ja, sag mir nicht, das verfällt, während der nicht da ist und dann müssen wir das. Oh bitte, lass mich doch einfach den Dude finden. Der müsste sowieso aus der Richtung hier angelaufen kommen. Von daher. Boah, jetzt gleich kommt wieder das Leggy Weizenfeld. Ich weiß auch gar nicht, warum das so leckt. Ah, jetzt kommt's. Uiuiui. Überforderung. Zack, 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 zack. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie Weizen. Weizen ist tot. Oh, wir haben die. Doch, wir haben die Bestattungsurkunde dabei. Können wir die direkt erstmal vertickern? Die Ruhestein. Ich weiß bei Gott nicht, was es ist, aber ich juckt mich offen gesagt auch nicht, solange ich Geld von dem Mann bekomme. Jetzt gehen wir zum Schmied und gucken mal, der uns helfen kann, wenn es um Leben geht. Und da habe ich mies das Interesse, ob wir das finden können. Er kann uns nur Shit verkaufen. Ja gut, mein Schleifstein geht noch, aber danke, Bro. Der ist eigentlich... Oh. Ich find's auch geil, dass wir die rostig herstellen. So, die niedrigste Stufe ist einfach rostig. Und rostig haben wir. So. Oh, da unten ist ja richtig viel Stuff. Ach, der Typ, der seine Erdbeertorte will. Komm, versiff dich. Wie hieß der Dude im Fass eigentlich? Naja, da kommen wir auch nicht runter. Na egal. Können wir die auch reparieren? Nein, können wir nicht. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Aber wie schön, hier ist ein Strand. Da
kein Lehm. Oder? Hier ist Sand. Ah, hier können wir später Sand holen. Wo kommt Lehm? Na komm, fragen wir den Mann mal, was der hier macht. Ich rieche etwas Leckeres und Rauchiges. Wie du jemanden suchst, der dir die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen, wenn du jemanden suchst. Ich suche aber niemanden, der mir in die Hand liest. Dort versuchen alle, verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens einen trockenen Laib Brot zu kaufen. Bro, wie heißt der? Roma Baron? Das ist der Dude, basically Zigeuner. Ist das so? Gib mir doch einfach. Ah, hallo. Was ist das für ein Ort? Dieser Pfad führt zur Burgfeste. Der Weg ist versperrt. Ja, Bro, das hätte ich jetzt nicht gesehen. Hi, gibt es so ein cooles Seitentor? Datzig. Datzig. So. 15 Minuten die Folge schon. Holzfäller. Hey, komm ja nicht auf die Idee, hier Bäume zu fällen. Nein, ich schaue mich nur um. Gut, ich bezahle diesem Dorf eine Menge für das Recht, hier die Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit. Wenn ich doch nur eine bessere Axt hätte. Was ist, wenn ich dir eine bringe? Ich verdiene noch nicht viel Geld. Ich habe nicht einmal ein Haus. Ich kann dir ein altes Familienrezept beibringen. Pasta hält deine Ausdauer bei der Arbeit aufrecht. Also soll ich hier Pasta von einem, ein Pasta-Rezept von einem Holzfäller gegen eine Axt annehmen? Ich weiß nicht, Bro. Ich weiß nicht, ob das ein guter Deal ist. Und ich weiß auch nicht, wieso es jetzt gerade so ruckelt. Das Game hat manchmal echt mies die Probleme. Also ich weiß nicht, ob auch nur ich das sehe, weil ich habe meinen Bildschirm auch ein bisschen höher eingestellt, dass es tatsächlich notwendig wäre. Ach, dieses Kalkstein-Shit, den kann ich nicht mitnehmen. Guck mal, wer hier sitzt. Hi, ich bin Curry. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du Steinmaterial brauchst, kann ich dir helfen. Für Holzkram musst du meinen Bruder Tess besuchen. Oh. Oh nein. Hey, Steinkram. Junge. Bring mir was Vernünftiges. Was soll der Shit? Ah, ich glaube, du bist dann hier für... Guten Tag, der Herr. Wir haben hier die beste Milchproduktion. Und er geht einfach. Er ist einfach weggegangen. Okay. Ich finde es aber schön, dass der Chat noch so... Also, dass der Text noch so da bleibt. Wieso leuchten wir eigentlich? Hat die Frage schon mal einer gestellt? Wieso wir leuchten? Oh Gott, das Ruckelfeld. Ruckel, Ruckel. Also das Game kommt wirklich gar nicht. Oh, was ist das denn? Oh nein, hier ist ein Grab. Oh. Oha. Das wird dann wahrscheinlich der Dude hier gewesen sein. Was auch immer du mir verkaufen willst, ich kauf's nicht. Sogar wenn es Drogen oder magische Tränke sind. Warum ist die erste... Ich schau mich nur um. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber alle sagen mir, dass ich ein Friedhofswärter bin. Oh, dann bist du ja sogar noch schlimmer als diese verschlagenen, wandernden Händler. Euer ganzer Berufsstand ist mir suspekt und dich mag ich überhaupt nicht. Jetzt, da du weißt, dass ich von dir, was ich von dir halte, können wir ins Geschäft kommen. Was? Was?
Also der Dude hat mich beleidigt. Und weil der Dude mich beleidigt hat, kommen wir ins Geschäft. Ich verstehe den nicht. Irgendwoher müssen wir doch Lehm bekommen. Irgendwoher. Das kann doch nicht sein. Wenn wir vielleicht, wenn wir weiterbauen, wenn wir den Weg da oben freimachen. Vielleicht dann. Aber ich habe keine Ahnung. Also, das könnte funktionieren. Dafür brauchten wir... Oha. Eisenbeschläge. Haufen der Teile hier. Oh, wir haben noch zwei. Ja, super. Ja, die nehme ich einfach mit und dann... Wenn ich im Dorf bin, verkaufen. So, machen wir erstmal hier. Davon machen wir erstmal gar nichts. Wir werden jetzt erstmal die Brücke reparieren. Wo ist der Dude überhaupt? Ich brauche diese Beförderung. Was soll das denn? Oder kommt der jetzt? Der jetzt vorbei? Der macht sich ja gerade auf den Weg. Gucken wir einfach mal. Wird wahrscheinlich aus dem Kirchengelände hinten kommen. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich auf dem Rückweg. Komme ich da vorbei? Ich mache erstmal den Weg frei und danach gucken wir mal. Oha. Ich mache an der Stelle auch erstmal so einen Cut. Wir werden uns gleich wiedersehen. Bis gleich, meine lieben Freunde. Ciao, ciao.